Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute soll ein Gesetzentwurf der regierungstragenden Fraktionen verabschiedet werden, für den die Opposition eine Anhörung einfordern musste, weil die CDU und GRÜNE eine solche eben nicht für notwendig erachtet haben. Im Nachhinein muss man sagen, gut, dass wir zumindest auf einer schriftlichen Anhörung bestanden haben. Die Stellungnahmen fast aller Anzuhörenden haben das gezeigt. Die waren nämlich kritisch, wie die Vorrednerinnen das ja jetzt auch schon gesagt haben. Ob das der Personalrat war, die Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte oder eben Gemeinsam Leben Hessen, überall dort gab es substanzielle Kritik an dem Gesetzentwurf. Und da finde ich es schon bezeichnend, dass Herr Schwarz von der CDU-Fraktion dann im Ausschuss davon spricht, dass der Gesetzentwurf eben dem politischen Wille der regierungstragenden Fraktionen entspreche. Damit bringt er nämlich zum Ausdruck, inhaltliche Argumente sind Ihnen eigentlich vollkommen egal. Es ist Ihr politischer Wille, und dann wird das so gemacht. Das halte ich aus einer parlamentarischen Perspektive für sehr problematisch. Aber es wirft vor allen Dingen eben ein schlechtes Licht auf Sie als regierungstragende Fraktion, und damit müssen Sie dann auch umgehen. GRÜNE und CDU wollen mit diesem Gesetzentwurf die bereits existierenden schulischen Vorlaufkurse für Kita-Kinder, die ein Jahr vor der Einschulung eben nicht die notwendigen Deutschkenntnisse mitbringen, verpflichtend machen. Das ganze Vorhaben ist dann eingebettet in die Kampagne des Kultusministeriums zur Förderung der Bildungssprache Deutsch. Bisher besuchen schon 95% der Kinder, bei denen im Rahmen des Schulaufnahmeverfahrens keine ausreichenden Deutschkenntnisse festgestellt wurden, eben diese Vorlaufkurse. Es geht jetzt also nur noch um die 5%, die das freiwillige Angebot noch nicht wahrnehmen. Und das sagen Sie ja selber, das sind ganze 692 Kinder. Und wenn man feststellt, dass nicht alle an einem freiwilligen Angebot teilnehmen, dann wäre es doch vielleicht erst einmal notwendig gewesen, dieses Angebot auch einmal zu evaluieren. Wie laufen diese Vorlaufkurse eigentlich? Warum nehmen denn diese fast 700 Kinder nicht daran teil? Was muss man an diesem Instrument vielleicht verändern? Möglicherweise nehmen diese 5% nicht an den Vorlaufkursen teil, weil ihre Eltern keine Möglichkeit haben, ihre Kinder vormittags aus der Kita abzuholen und in eine Schule zu fahren, um sie anschließend wieder in die Kita zu bringen. In welcher Form wird denn überhaupt für diese Vorlaufkurse geworben? Gibt es denn die entsprechenden Infomaterialien in den notwendigen Sprachen, die die Eltern vor Ort sprechen? Gibt es vielleicht in der Kita andere Angebote der Sprachförderung, sodass die Notwendigkeit, zusätzlich einen schulischen Vorlaufkurs zu besuchen, nicht gegeben ist? Mit all diesen Fragen der praktischen Umsetzung dieser Vorlaufkurse hätte man sich im Rahmen einer richtigen Evaluation auseinandersetzen müssen, bevor man ein Gesetz auf den Weg bringt. Stattdessen setzt man jetzt auf Zwang. Das ist, finde ich, auch sehr interessant, dass die GRÜNEN hier auch wie auf so ein Zwangsinstrument, dass sie das gutheißen, ohne zu wissen, wo es wirklich klemmt. Und das haben die Anzuhörenden Ihnen auch wirklich um die Ohren gehauen. Und der Kultusminister musste ja im letzten KPA auch zugeben, dass er die Gründe dafür, dass diese 5% nicht am freiwilligen Angebot teilnehmen, nicht kennt. Das würde man ja dann sehen, wenn man die Teilnahme verpflichtend gemacht hat. Und das ist schon eine perfide Logik. Wir wissen nicht, welche Gründe es gibt, dass Eltern ihre Kinder nicht in die Vorlaufkurse schicken, aber wir sanktionieren sie jetzt mit Bußgeldern. Das kann doch wirklich nicht Ihr Ernst sein, meine Damen und Herren. Und ich fand das auch sehr interessant, was Frau Anders gerade gesagt hat. Ich habe sehr gut zugehört. Also scheinbar weiß sie da mehr als wir. Oder sie behauptet, etwas zu wissen, was wir nicht wissen. Also diese Behauptung, diese Vermutung, was eigentlich diese Eltern davon abhält, fand ich schon sehr, sehr interessant. Und ich würde mir da an Ihrer Stelle noch einmal genauer Gedanken darüber machen, ob das alles so in Ordnung ist, was Sie gerade gesagt haben. Die Anzuhörenden haben auch fachlich manches an der Umsetzung der Vorlaufkurse auszusetzen. Es war fast die einhellige Meinung, dass Sprachförderung im Sinne des hessischen Bildungs- und Erziehungsplans am besten eben dann in der Kita aufgehoben ist. Die Vorlaufkurse in der Schule werden von vielen der Anzuhörenden eben nicht als die beste Möglichkeit der Sprachförderung gesehen. Stattdessen wünscht sich z. B. das Evangelische Büro Hessen bessere Arbeitsbedingungen und Fachkraft-Kind-Relation in den Kitas. Außerdem wurde oft darauf hingewiesen, dass in den vergangenen Jahren an einigen Stellen eben schon eine enge Kooperation zwischen Kitas und Grundschulen entstanden ist, die als Best-Practice-Beispiele gelten können und ausgeweitet werden müssen. In diesen Fällen findet nämlich ein Vorlaufkurs an der Kita selbst statt, und es gibt eine enge pädagogische Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und Grundschullehrkräften.
In diesen Fällen werden die Kurse dann eben auch besser von den Eltern angenommen. Also wäre doch auch hier ein Hebel, um das Angebot noch attraktiver zu machen. Insgesamt kann man festhalten, ja, Sprachförderung im Vorschulalter ist wichtig und kann ein Instrument für mehr Bildungsgerechtigkeit sein. Aber eine vorgelagerte Schulpflicht, maßgeblich für Kinder aus migrantischen Familien, wie ja gerade von Frau Anders auch noch einmal bestätigt wurde, ist eben kein geeignetes Instrument dafür. Im Gegenteil. Eine verpflichtende Teilselektion unter Androhung von Bußgeldern wird eben nicht dazu beitragen, dass die betroffenen Kinder bessere Bildungschancen haben. Im Gegenteil, es kann sich sogar negativ auf die Bildungsbiografie auswirken. Stattdessen braucht es in Hessen endlich ein fachliches Gesamtkonzept zur Sprachförderung, das auf Inklusion setzt und die Systeme Kita und Grundschule eng miteinander verzahnt. Und dazu gibt es ja bereits ein Kooperationsprojekt mit der PH Heidelberg, das heißt Landkarte sprachlicher Bildung und Förderung in Hessen, welches noch bis 2023 läuft. In diesem Rahmen wird eine tiefgreifende Bestandsaufnahme durchgeführt und Bedingungen erarbeitet, unter denen gute Sprachförderung gelingen kann. Zumindest diese fachliche Expertise, die Sie selber beauftragt haben, gilt es doch abzuwarten, bevor man gesetzgeberisch aktiv wird. Ansonsten fragt man sich, warum gibt es dieses Kooperationsprojekt, warum werden dafür Steuergelder ausgegeben? Anstelle eines Alleingangs von Herrn Lorz hätte es also einer intensiven Evaluation und Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium bedurft, um die vorschulische Sprachförderung wirklich zu verbessern. Ja, das ist schon schwierig, das stimmt. Dass jetzt für diese 692 Kinder noch 210 neue Lehrerstellen geschaffen werden sollen, das zeigt noch einmal, dass Sie für eigene Prestigeprojekte bereit sind, Mittel zur Verfügung zu stellen, die an anderer Stelle hart erkämpft werden müssen. Eine Schüler-Lehrer-Relation von 1:3. Welche utopische Zustände, wenn es der politische Wille der Landesregierung ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kula.